In einer Welt unbegrenzter Möglichkeiten. Oh, ich muss zum Tennis. Mein Töpferkurs fängt jetzt an. Und ich mache Fotos, die ich selbst entwickle. Ein Mann auf der Suche nach einem Hobby. Ich hab kein Hobby. Ich streame einfach eine Serie. Serien gucken ist kein Hobby. Nicht? Nein. Nein? Ja. Ich brauch gar kein Hobby. Jeder Mensch braucht ein Hobby. Arbeit, Familie, Freunde, Haushalt. Ich meine, wann soll ich denn da noch zum Tambourin-Kurs gehen? Ich meine, so stressig. Ein Mann. Ein Mann. Auf der Suche. Nee, auf such nicht. Der Suche nach. Kurz mal eben. Ich versuche klarzukommen, so. Das ist mein Hobby. Ja, und immer dieser Druck, nur mit Hobbys hast du Personality. Das auf ist doch der Suche nach Hobbys. Ja. So wichtig, um runterzukommen in dieser Leistungsgesellschaft. Fuck, ey. Die Belichtung ist voll scheiße. Boah. Mann, ich kann's einfach nicht. Boah, das ist geil. Mein bestes Dennis. So schön geworden, ey. Müsste man eigentlich verkaufen? Ich mag einen Tennis-Podcast. Brauch ein neues Objektiv. Muss man was draus machen? So, erstmal vergleichen. Nebenher noch ein Online-Shop. Das ist es doch. Sehen Sie im Kino Der Hobby. Das Hobby. Na, egal. Du, sag mal, hast du eigentlich ein Hobby? Mein Hobby. Ach so, mein Hobby jetzt? Also. Ja, also ich spreche wahnsinnig gerne in so tiefen Trailer-Stimmen. Das macht mir Spaß. Ja, Mensch, das ist ja toll. Machst du das beruflich oder? Ja, mache ich beruflich. Ja. Ja, dann ist es ja kein Hobby. Oh. 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 Ein Mann ohne Hobby. Er machte sein Hobby zum Beruf und hatte das Geld. Ich habe sie erwartet. Um den Rest dieser Folge Extra 3 zu gucken, müssen Sie in die ARD-Mediathek gehen.